Guck mal, ach, Dale ist wieder da, ne? Gemütlich. Ist das Dale? Doch, das ist Dale. Das ist der Mann von der Alten, die da bei Dingens arbeitet, im Club, bei Mickey im Club, genau. Was haben wir denn hier an Sachen, die wir uns angucken können? Warte mal, einmal. Rechtsklick auf den Turm. Ein altes Wandgemälde von einem Leuchtturm und heißen Fischern ohne Hemden. In Italien sieht jeder gut aus. Das stimmt. Selbst die Penner sind ein Traum. Was ist bei dir? Was ist mit dem denn? Ich lasse es lieber. Sonst bekomme ich noch Hausverbot. Die Penner sind. Oh Mann, ey. Autoren, Maler, Dichter, künstlerisches Treibgut. In 50 Jahren wird sich niemand mehr an ihre Namen erinnern. Ich kann sie nicht berühren. Es sind nur Fotos. Okay. Wir können mit ihm reden. Was haben wir denn? Sattas. Sattas Seesack. Er zieht wohl wieder um. Nur Klamotten und Notizbücher. Immer der gleiche alte Kram. Okay. Was ist das? Manuskript von Evan Campfield. Das ist meins. Ich muss es hier letzte Woche vergessen haben. Ach du Scheiße, dann. Wie konnte ich das hier nur liegen lassen? Linksklick machen? Okay, die packt sich das erstmal ein. Evan Campfield ist der Autor in der Gegend. Alle meine Freunde haben dieses Ding gelesen. Frag mich immer noch, wie Joe da rangekommen ist. Soweit ich weiß, ist Evan Campfield vor einer ganzen Weile verschwunden. Warte mal, hast du dann irgendwelche Info? Joe hat mir das Manuskript zum Geburtstag geschenkt. Es hat sogar eine Widmung für mich. Es ist ein Stück von Evan Campfield, dem berühmten Beat-Autor. Oh, interessant. Ich krieg gerade Gänsehaut. Das ist Information, weil der Typ, der wo wir gerade waren, der sagte doch, der bräuchte doch irgendwas mit Beatnik, das ist eine Widmung. Vielleicht ist das was für ihn. Schauen wir mal. So, was reden wir jetzt mal mit dem Penner hier? Ich wünschte, Dale würde einfach abhauen. Er geht mir auf die Nerven. Guck mal, was er hat, diese. Dale, Baby. Auf nach Mexiko. Was? Nein, ich werde niemals die Stadt verlassen. Wie läuft's mit deinem Roman? Damals was gegeben. Hat Joe dir damals was gegeben? Können wir uns irgendwo unterhalten, wo es ruhiger ist? Keine Zeit. Lass uns zu dir gehen. Nur eine Nacht. Nee. Ja, stimmt denn mit dem nicht? Der will uns unbedingt wieder in die Kiste mit uns. Also, er will mit uns in die Kiste. Ja, ich glaube, wir waren damals mit dem zusammen, oder wie war das? Wie läuft's mit deinem Roman? Das interessiert dich doch gar nicht. Doch, tut es. Setz dich endlich hin und schreib ihn zu Ende. Ich weiß, ich weiß. Ich habe einfach sehr viel zu tun. Ich habe da diesen Job in Bakersfield. Ivy nervt mich wegen dem Unterhalt für die Kinder. Außerdem besorge ich's gerade dieser verrückten Blonden, ihrer Alten und ihrer Oma. Du hast ein echt hartes Leben, Dale. Verrückten Blonden, Gespräch beenden. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Ja, ich auch nicht. Mir fällt auch nichts mehr zu ein. So, was haben wir mit Sattar haben wir noch nicht mit Sattar. So, Rechtsklick. Der berühmte Dichter und Autor Sattar Baylock. Naja, wenigstens in der Nachbarschaft sollte man seinen Namen schon mal gehört haben. Berühmter, okay. Ich wollte dich was fragen. Ohne meinen Velo kann ich nicht sprechen. Ich habe schon 3 Nächte nicht geschlafen. Tut mir leid, Sattar. Ich hab nichts. Du hast doch immer was gebunkert. Ja, ich meine, wir haben da was. Da! Wie? Das ist mein letzter Inhalator. Bitteschön. Oh, du bist ein Engel. Jetzt schuldest du mir ein Gedicht. Meine Heroin, danke für das Zeug. Hat Joe bei dir was für mich hinterlassen? Ich kann nicht klar denken. Ich bin wach, aber mein Herz ist gebrochen. Mein Freund hat mich verlassen. Jetzt schläft er im Park. Wahrscheinlich mit den Matrosen im Gebüsch. Habt ihr das gerade auch gehört? Heroin?
Klingt doch irgendwie wie, wenn man das schneller anders ausspricht. Also ich denke, wahrscheinlich ist das Absicht da wegen YouTube oder sowas. Ihr wisst, was ich meine, von daher, ich spreche es jetzt auch nicht aus, aber Herr Rorin, naja, woran arbeitest du? Hast du was für mein Magazin? Hast du was für mein Magazin? Nächsten Monat ist Deadline. Nimm das hier, es bedeutet mir nichts mehr. Okay, wir haben was gekriegt. Woran arbeitest du? Woran arbeitest du? Wieder so ein schmutziger Roman für du weißt wen. Ich könnte ein paar neue Anekdoten gebrauchen, wenn du welche hast. Sorry, nichts Spannendes passiert. Zu schade. Okay, sprich genug geredet. Was ist das Liebesgedicht? Sutters Liebesschnulze. Nicht hip genug für mein Magazin. Okay. Okay, jetzt sind wir fertig. Okay, dann gehen wir. Wo können wir hier raus? North Beach, da. Wow, okay, ey. Interessant. Wow. Ja, yes. Ah. So, wir sind, Kaffee sind wir fertig. Wieso Liebesbrief? Was war das? Washington Square Park. Das war vorher wohl noch nicht freigeschaltet, oder? Immer weg, du beschissene Fliege. Oh, guck mal da mal vorbei, das hatten wir ja noch nicht. Nehmen wir den Park uns vor. Was haben wir hier für Kirche? Okay, guck mal. Eine große alte Kirche. Mhm. Was auch sonst. Linksklick. Das Kreuz hätte ich gern. Ich liebe Gold. Ich dachte, du kannst kein Kram mehr brauchen. So, mit den zwei Leuten können wir sprechen. Und was haben wir hier? Junge Männer im Gebüsch. Das Übliche. Was? Hallo, Jungs. Willst du mitmachen? Nee. Muss arbeiten. Viel Spaß noch. Und passt auf die Bullen auf. Also ich will gerne mal mit einer Frau ins Gebüsch gehen. Wo denn schon kein Problem mit, hey? Was haben wir hier? Matti? Was hat das Freund? Er bläst Trübsal. Und nicht die Matrosen in den Büschen. Das ist Matti, halb Mensch, halb Ratti. Sorry. So, rechts, links, Klick. Hat Joe damals irgendwas bei dir gelassen, bevor er eingelocht wurde? Wo ist dein Liebster? Was ist mit dir und Okay. Die haben was miteinander? Boah. Was ist mit dir und Sutter? Er ist mir alt. Er hat graue Schamhaare. Was? Er benutzt mich als Inspiration. Aber er hilft mir nie mit meinen eigenen Gedichten. Mit 16 war ich noch ein glänzender Dichter. Jetzt bin ich nur noch ausgebrannt. Boah, hör mal. Du denkst also, Sutter liebt dich nicht wirklich? Er liebt mich nur für meine Jugend. Aber bald werde ich auch alt sein. Ach, komm schon. Mein Gott, Miss Nervensäge. Lass mich doch in Ruhe. Du kannst das nicht verstehen. Oh, ich denke schon. Sutter muss dir einfach nur zeigen, was er wirklich für dich empfindet. Wo ist dein Liebster? Weiß nicht. Versuch's im Café. Okay, da sind wir gewesen. Hat Joe damals, Hat Joe damals irgendwas bei dir gelassen, bevor er eingelocht wurde? Er hat Sutter was gegeben. Da haben wir was gekriegt, ein Liebesgedicht. Aber ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Lass uns später weiterreden. Lass uns später weiterreden. Warte mal, können wir ihn aufmuntern, indem wir ihm das Liebesgedicht gibt hier? Ein Liebesgedicht von Sutter. Schau's dir doch mal an. Gefühle festgehalten auf einer Serviette. Wirklich? Das ist seine bisher beste Arbeit. Er findet immer die richtigen Worte. Okay. Er liebt dich noch immer. Verstehst du? Bis er stirbt. Noch ist er nicht tot. Mein Gott. Was braucht ihr Typen denn noch zum Glück? Ja, und wie geht's jetzt weiter? Muss ich wieder ins Café oder was? Warte, ich spreche jetzt erstmal mit dem König der Straße. Ich frage mich, ob er den Überfall gesehen hat. Ich kann ihn nie verstehen, wenn er nüchtern ist. Was zum?
Ich kann ihn nie verstehen, wenn er nüchtern ist. Er kann besser reden, wenn er was getrunken hat. Wir haben noch ein Bier dabei. Ich weiß. Versuchen wir das mal. Lust auf einen Lucky Lager? Immer her damit. Ich pack's ja nicht. Danke, mein Engel. Prost. So, jetzt ist es doch gleich viel entspannter. Seid ihr zusammen? Nein, aber ich weiß, wie man ihn rumkriegt. Hast du letztes Jahr den großen Raubüberfall gesehen? Klar. Der Transporter ist in den Baum da gefahren. Gab eine riesige Explosion. Bergeweise Geld. Ist direkt vor meiner Nase verbrannt. Was ist mit dem Fahrer passiert? Hat's rausgeschafft. Ist rüber in die Kirche. Erinnerst du dich an den Fahrer? War er weiß oder schwarz? Komm schon. Simple Frage. Weiß, sehr blass. Er hatte Angst. Und vielleicht einen Stock im Arsch. Errungenschaft freigeschaltet, König der Stadt. Stock im Arsch. Okay, ja, warte, ins Café zurück. Das hat da was gegeben, dann müssten wir ins Café. Mann, oh Mann, wird ja mal interessanter hier. Von dem einen ich brauche einen Energieschub. Schon wieder? Eines war gerade mal eine halbe Stunde her. Ja, meine Katze sitzt auf dem Kratzbaum, guckt mich an. Ich habe euch gern mit dem Kaffee geholfen. Hat Joe bei dir was für mich hinterlassen? Ich kann nicht klar denken. Ich bin wach, aber mein Herz ist gebrochen. Mein Freund hat mich verlassen. Jetzt schläft er im Park. Ach, das ist dieser eine, dieser... Okay. Ich habe deinen Freund getroffen. Ich habe ihn fast davon überzeugt, zu dir zurückzukommen. Oh Mann, ey. Das war alles. Genug geredet. Okay. Habe ich irgendwas im Inventar, wo ich helfen kann? Ganz simpel. Rechts. Nee, das ich denke. Was haben wir eine hier? Wunderschöne Rose. Gehen wir sie eben. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt hilft. Jetzt romantisch werden ist keine gute Idee. Okay, dann nicht. Hat Joe bei dir was für mich hinterlassen? Ich kann nicht klar denken. Ich bin wach, aber mein Herz ist gebrochen. Mein Freund hat mich verlassen. Jetzt schläft er im Park. Okay, wir müssen also nochmal wieder. Oh Mann, ey. Wieder in den Park. Er hat das Gedicht jetzt. Der Rose wäre jetzt ein ganz blödes Liebesgeständnis. Ich weiß nicht, auf was schwule Typen stehen, ja. Ob die es tuntig mögen oder was. Oder auch eine romantische Ader haben. Das ist ja nicht so mein Fall, diese Leute. So, machen wir einfach mal hier. Geben wir mal die Rose. Funktioniert das? Kommt da was bei rum oder? Vielleicht. Aber ich warte lieber nochmal damit. Okay. Ich weiß zwar nicht warum. Ja, gute Frage. Nächste Mal, Notenblatt. Das bewahre ich besser mal auf. Ist immerhin Camfield. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Wird bei ihm gewesen? Wir sollen im Park. Mit der Rose funktioniert auch nichts. Schaut Peter Paul Kirche. Ich, ja. Interessant. Hat er was anderes zu erzählen jetzt eventuell? Ich brauche ein paar Infos von Joe. Können Sie ihn was von mir fragen? Leider nicht drin. Da werden Sie wohl bis zu Ihrem nächsten monatlichen Besuch warten müssen. Okay. Möge der Herr Ihren verwirrten Verstand segnen. Sie sollten es mal mit etwas Pott versuchen. Alter, zugedröhnter Priester, du.
Okay, hilft uns auch nicht weiter. Ja. Sollen wir da nochmal rein? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich weiß nicht, wie ich die zwei schwulen Enten zusammenkriege da. Und ich dann erfahre, was es für ein Gegenstand oder es ging ja, glaube ich, um ein Buch oder irgendwas. Ich weiß auch nicht mehr. Er wollte was, wir gehen das mal hier. Wir haben ja er wollte ja irgendein Beatnik, irgendwas. Wir haben ja so eine Widmung, irgendwas da, so von Kempfiel. Gucken, ob er was damit anfangen kann. Wo haben wir es denn hier? Bitteschön. Schau dir das an. Oh, ist. Oh. Cool. Und jetzt sieh mal, wem das Stück gewidmet ist. Schön. Los, schau nach. Funktioniert. Für Christine, die von den Dächern heult. Wie beat ist das denn? Ja. Also, gibst du mir das Radio jetzt, oder was? Gib mir ein paar Inspirationen für meine Oper und vielleicht kann ich was drehen mit dem Radio. Sollte für einen echten Beat wie dich ja kein Problem sein. Inspiration für ein Radio. Inspiration für seine Oper. Moment, wir haben doch so ein Notenblatt. Ich meine, die handeln doch damit zu dieser Zeit, oder nicht? Da gab es doch noch keine automatischen Music-Dingens oder sowas. Und sie hat ja auch ein Klavier zu Hause stehen. Wäre das doch eigentlich das, oder nicht? Funktioniert auch. Damit kann ich was anfangen. Nice. Vielleicht für einen Crossover mit traditioneller Oper. Also, kann ich mir das Radio einfach greifen? Ja, es ist eh im Arsch. Falls einer von euch, dann wäre auch hilfreich, wenn ihr erst Rechtsklick auf die Gegenstände macht, dann wird euch ein bisschen was dazu erzählt. Da oben war das Radio. Ich habe, was ich wollte. Ganze Zeit Schluck auf. Wie viele Leute können das schon guten Gewissens von sich behaupten? Aber ich habe den Schluck auf gerade wieder runter. Also müsste der eigentlich vorbei sein. Deswegen, sorry. So, wir haben jetzt das Radio, oder? Was haben wir damit? Was ist das? Repariertes Radio. Er sagt, es ist kaputt. Hä? Es ist das Radio, das Joe für Vivian repariert hat. Okay. Dann gehen wir mit dem Radio mal nach Viv. Das wäre doch mal, oder? Ja, schöne Sache. Geil, Louis. So bringe ich ja das Radio wieder. Vielleicht lässt sie uns die Miete. Glaubst du aber selber nicht dran. Aber sie hat es ja ihrem Neffen gegeben. Von daher, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir versuchen ja trotzdem das Radio mal wieder zu geben. Weil sie hat ja gesagt, dass das Radio sie dem Dings gegeben hat, weil der Joe von, also bla bla. So, Radio, Vivian. Radio. Ist das Radio, das Joe dir gegeben hat? Ja. Da klappert was drin. Ein Schlüssel. Oh, Was weißt du über diesen Schlüssel? Deine Initiale ist drauf. Er könnte etwas in einer meiner Wohnungen versteckt haben. Okay. Er war gerade dabei, eines meiner Apartments zu renovieren, als sie ihn schnappten. Ach, die Scheiße. Cops verbieten mir immer noch, sie weiter zu vermieten. Wie lautet die Adresse? Dupont Street, über Joffleys Laden. Dupont Street? Ist das drüben in Chinatown? Ach stimmt, ihr nennt sie ja Grand Avenue. Die Hausnummer ist 1310. Das ist direkt hinter meinem Apartment. Alles Ort freigeschaltet, Grand Avenue. Schön, dass du mich besuchst. Okay, dann nichts weiter zu erzählen. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. So, Schlüssel? Was Schlüssel? Das ist rechts. Der V-Schlüssel. V für Vivian, unsere Vermieterin. Okay, gut. Dann... haben wir jetzt wieder ein neues Gebiet freigeschaltet. Aber wir haben ja Joe immer noch nicht aus dem Knast raus, fällt mir gerade ein. Hm.